Okay, jetzt haben wir ein Ei bekommen. Von einem Käfer. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. So, zünden wir erstmal. Wollten wir die Käfer anzünden? Ich weiß nicht. Ich wollte sie nicht anzünden. Ich wollte die in Verbindung mit dem Kammerjäger nochmal nutzen. So, hier. Mehr Schrooms, noch mehr Schrooms. Ein paar Cerealien noch dazu. Auf den Toaster. Entsafter. Was können wir denn mit dem Entsafter anstellen? Kaufen wir dich noch. Kammerjäger. Wenn ein Entsafter. Was könnte. Brauchen wir noch 5 Kombos? Ja, so. Setz jetzt erstmal das Ei hier hin. Mal gucken, was dann passiert. I. Sagt ihr nicht Generation Bauklotz-Kombo, Feuerspucker-Kombo, Dino mit Kombo, Sietig-Kombo, schreckliche Zehner-Kombo, Bär im Porzellan-Kombo, Essgeschirr-Kombo, tödlicher Fisch-Kombo, Eiskaffee-Kombo. Ich denke, das kommt bei den Kombos auch immer darauf an, dann, in welcher Reihenfolge man die Sachen anzündet. Also ich kann es mir zumindest so vorstellen. Zünden wir erstmal dich an, Kollege. Okay. Ein Toast, ey, da ist ein Toast rausgekommen. Noch einer, wie geil ist das denn? Sehr komisch, das Käferei lebt immer noch. Gar nicht. Oh, jetzt wird's, glaube ich, angezündet und tot ist es. Ja, so ist die Welt. Böse und gemein. Aber was bist denn du hier? Wiesel oder was? Ii. Nein, mit dir. Halt. So, aber was wollten wir jetzt machen? Entsafter. Nee. Trockeneis-Kombo. Das mal ausprobieren. Eigentlich wollte ich es ja nur ausprobieren, ein bisschen. Es macht echt süchtig, es ist der Hammer. Du hast ja kein, man hat keine Rangliste und gar nichts. Man experimentiert einfach vor sich hin. Macht einen Spaß. Okay. Ich habe mir Eiskaffee anders vorgestellt. Du bist doch Kaffee. Brauchen wir noch so einen Rauchmelder? Können wir noch für Kombos machen? Der im Porzellanladen eventuell. Teddybär oder so haben. Porzellan. Weiß ich nicht, Elefant im Porzellanladen eigentlich? Nein.
Okay, das hat absolut gar nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, rauchig, rauchig. Okay. Alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, mal gucken. Da. Genau, erst den Kaffee. Ja, ist, ganz anderes Ergebnis als gedacht. Okay, hätte nichts anzünden sollen hier. Einfrieren meine ich. Was soll denn da Quatsch? Das ärgert mich gerade. Der im Porzellanladen war das eine. Es muss ja irgendwie dann mit dem Teddybär sein. Mit dem Porzellan, aber mit Feuer dann in Verbindung natürlich. Ja. Moment. Oh nein, meine Hand brennt. Hilfe, Hilfe. Oh, es hat gehört. Ist ja noch besser, als ich gedacht habe. Sehr gut. Okay, Teddy, tut mir leid. Halt, erstmal gucken. Essgeschirr-Kombo. Essgeschirr. Essgeschirr-Kombo. Also okay, wir haben. Wo waren die denn? Hier. Cornflakes. Was passt denn zu Cornflakes? Sushi passt da nicht. Vielleicht ein Kaffee. Cornflakes und Kaffee ist das, ich glaube, keine gute Kombination. So lange nicht mehr richtige Frühstück. Cornflakes. Kaffee als Basis. Den Deckel anzünden. Oh. So viel Kaffee, der Angst bekommen hat, ey. Nö, das ist, ja. Dino mit irgendwas gab's noch als, mit Dino mit Schiff. So, Schiff haben wir schon mal. Nur noch dabei.
Oh, das ist ja. Ja, das ist gut. Das hat aber nicht geklappt. Mann, 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 Mann. 11 Kombinationen haben wir. Vielleicht verrücktes Frühstück. Wenn wir einmal Eierpackung. Sushi. Wurstkette. Marshmallows. Kaffee. Pilze. Können wir nicht. Machen wir nochmal hier eine Erweiterung für 100. Kaufen wir noch die Pilze. Noch was zu essen? Ja, nicht. So. Marshmallows, okay. Marshmallows kommen. Oh nein, wir wollten mich nicht anzünden. Egal. Ja, so. Ich hab ja Pech gehabt. Ich wollte doch eigentlich die Wurst da rein. Haben wir sie doch gehabt. Aber nicht mehr. Wurstei und Sushi. Kaffee noch. Okay, es fällt nicht unter Frühstückskombo. Könnte man denn noch nehmen? Nee, 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 nee. Vielleicht den dem Feuerwerksfuzzi kombiniert. Jetzt der letzte Test, den wir in dieser Runde machen. Gibt keine Kombi. Mal gucken, wer startet. Genau. Damit hören wir jetzt nämlich auf für heute. Und danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ansonsten.